Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind mit Jasmin wieder am Start und heute ist der vierte Blutmond. Also heute werden wir sehen, ob die ganze Zeitinvestition in den neuen Bunker was gebracht hat oder eben nicht. Und wir machen noch etwas und zwar haben wir den Blutmond separat voneinander. Jasmin möchte den gerne weiter in ihrem Bunker machen. Ich traue dem leider nicht mehr. Ich habe Angst. Ja, auch nicht, aber ist mir egal. Deswegen gehe ich wie folgt vor. Ich will hier den Blutmond feiern. Und will den neuen Bunker schon mal ausprobieren. Gucken, wie es läuft. Also bis jetzt so die Schreier, sage ich mal, die haben wir ja gut abgehalten. Ne? Wenn die mit ihrer Meute kamen, da war ja kein Problem. So. Jetzt machen wir hier nochmal ein paar Stachelfallen hin. Falls die es doch ein bisschen weiter schaffen. Und natürlich, um die etwas auszudünnen. Und ich möchte die nach Möglichkeit davon abhalten, sich hier in irgendeiner Art und Weise reinkloppen zu wollen. So, und dann machen wir hier nochmal beide Seiten einmal dicht, dass die da durch müssen. So ein paar Schranken. Jetzt könnte es natürlich sein, dass die versuchen werden, da durchzugehen, ne? Jasmin? Was? Es besteht eine geringe Möglichkeit, dass ich mich hier eingebaut habe. Und was willst du jetzt von mir? Ja, siehst du? Warte. Ah, kam darüber. Das war doch... Oh nein, das sieht ja jetzt doof aus. Naja. Die werden ja wahrscheinlich sowieso weggehen. Ich hoffe, dass die das nicht so als Hindernis wahrnehmen. Sondern, dass die trotzdem sagen, ich gehe hier durch. Oder ich lasse eine Seite offen. Wäre vielleicht besser, ne? Ah. So. Und hier oben vielleicht nochmal welche hin. Ich würde auch gerne... Nee, das ist Blödsinn. Da machen wir keine hin. Und auf der anderen Seite brauchen wir eigentlich auch nicht, weil... oh Gott. Ich dachte gerade, ich stehe direkt davor. Aber wir können ja Jasmin noch einen Gefallen tun. Die greifen ja immer hier die Wand an. Ja, ich habe noch Stachelfallen über. Ich platziere die mal bei dir an der Wand, wo die immer rangehen. Mhm. Klettern die aber hoch. Ja, aber die sterben ja dabei, ne? Dann klettern die erstmal hoch. Okay. So. So, welche von deinen sind denn kaputt? Die da? Die da? Es ist die da, die da, die da oder die da? Die da, die da, die da oder die da? Und die ist noch kaputt, ne? So, warte mal, bis wo können wir denn bauen? Wir können hier auch noch rum. Weil die ja immer bis nach vorne kommen. Da geht nicht, weil da ist der Schubser. Lassen wir da ein. Jetzt haben wir noch 31. Warte mal, das machen wir ein bisschen symmetrisch. Machen wir hier nochmal auf der Seite ein paar hin. Wie weit müssen wir wegbleiben? Wir hier, ne? Machen wir auf der.
Höhe, weil da ist ja der Schubser noch im Weg. Vielleicht so. Ich hatte einen anderen Plan hier gerade. Schitte. So. Hier hinten noch zumachen. Jetzt habe ich noch 12. So. Ja, komm. Wieso geht denn da nichts rein? Okay, da komme ich nicht. Da kann ich nicht bauen. Wieso kann ich da nicht bauen? Ich kann den auch oberhalb nicht verschieben. Doch. Nee. Spring gleich rüber. Na gut, dann machen wir das so. Ich das Ding da erstmal rein. Ist doch zu groß. So, jetzt haben wir noch 4. 1, 2, 3. Ja. Jasmin, ich habe deinen Vorgarten verschönert. Oh, sieht das toll aus. Ach Mann, das ist ein anderer Plan. Was? Nee, alles gut. So, dann kann ich mir oben schon mal eine Blutmondkiste vorbereiten, würde ich sagen. Weil es geht ja auch schon bald los. Da kommt auf jeden Fall rein. Essen muss ich mir nochmal nehmen. Denn, Verband, ich habe 5 Stück. Ich nehme ja auch nochmal... Nehmen wir noch 2 Vitamine mit. Ein Erste-Hilfe-Set. So, und Munition können wir ja 50-50 aufteilen, wa? Wissen wir ja. Ich lasse dir 20 Mollys hier. Schrotflintenmunition lasse ich dir hier und 2 Rohrbomben. Oh, das wird aber was. Heute wird's was geben. Hatte ich hier nicht eine Schrotflinte, wo auch eine Mod drin war? Oder war das die hier? Ich nehme die mal mit rüber. Bei mir schlägt die schon wieder, ne? Ja. So, jetzt den will ich einmal reparieren. Reparaturkit, ne? Ist dafür draufgegangen? Nein, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Rohr nehme ich mir nochmal mit. Ein Schlagknüppel. Honig. Trinken. Bin ich in die Blumen getreten, Jasmin? Ganz wohl. In deine Blumen. So, Tausammler müsste ich mir auch mal bauen bei Gelegenheit. Ja, die geht mir auf den Sack, ey. Ja, ich gehe gleich rüber, ich mach die gleich weg. Hi, hi, ruft die ganze Zeit schon wieder. Ist sie schon wieder bei dir irgendwo dran? Nein, die, ich glaube, die steht schon wieder an dieser komischen Ecke, wo die immer gegenschlägt. Hi. Ah, hi. So, dann mache ich nochmal 10 Reparaturkits. Reparaturkits. So. Und dann gehe ich mal die freundliche Nachbarin begrüße, wa? Ich hoffe, die hat Kuchen mitgebracht oder sowas. Ich wollte gerade sagen. Macht man eigentlich ja, wenn man sich so vorstellt, ne? Beim Nachbarn. Bring mal einen Kuchen mit. Wir drücken die Kopfhörer heute. Ist auch schon wieder dieselbe Ecke. Die schlägt immer an derselben Ecke zu. Ich verstehe es nicht. Oh, ich habe Messing.
Alter, die hat aber schon richtig Damage gemacht. Wieso immer hier? Was ist an dieser Ecke so besonders? Ich habe das komplett gleich gebaut zur anderen Seite. Ja, auch nicht daran liegen, dass ich hier die Erde weggenommen habe. Weil andere Seite, erst war ja Erde hier, da hat die ja auch schon gegengeprügelt. Aber wieso will die immer hier rein? Ich glaube, ich werde irgendwann rundherum Geschütztürme machen und einen Generator, der den ganzen Tag läuft. So, da darf ich nicht mehr reinfallen. Generator ist angeschlossen. Deswegen hau ich bei dir gleich rein, wegen Patronenhülsen. Ah ja, eine Kiste wollte ich mir machen, ne? So. Wo wäre hier denn ein schöner Platz? Für eine Kiste, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann? Oder ich lasse die Sachen im Inventar, bis ich hier ausgebaut habe. Mehr. Oha. Oha. Soll ich dir das Messing gleich in deine Schmiede pfeffern? Ja, ne? Da würdest du dich freuen, wenn ich so gütig wäre. So. Ich hab's getan, Jasmin. Es ist vollbracht. Die Treppe ist ein Provisorium, das wollten wir so lassen. Holz. Holz brauchen wir demnächst wieder, sonst können wir nicht weiterbauen. Ja. Gleich einen neuen Baum setzen. Oh, oh, oh. Jasmin ist grummelt. Thors Ziegen stoßen mit den Hörnern gegeneinander. So. Den hier hinten können wir auch wegnehmen. Der steht sowieso viel zu dicht am Haus, ne? Ich meine, wenn da jetzt ein Sturm kommt und er fällt aufs Haus, zack, hast du Dachschaden, ne? Über dir. Hä? Da greift keine Versicherung. Ich sag dir das. Hast du einmal einen Dachschaden, ne? Da hilft dir keiner mehr. Wie kann ich das nochmal schräg drehen? Dass das Gitter zum Beispiel liegt und nicht steht? R gedrückt halten. Hab ich. Und dann auf den, wo die Pfeile in alle Richtungen gehen. Und dann halt drehen immer. Mit linke Maus. Scheiß Bäume hier weghauen, da wir scheiß Natur, Kacke. Braucht kein Mensch hier, die ganze Scheiße. Baumaterial, das brauchen wir. Oh. Tim Taylor. Au, au, au. So. Aber wieso geht das nicht bis oben? Kann ich das nicht bis oben ran machen? Ist vielleicht irgendein Gitter von dir da? Oder irgendwas, dass der... Nein. Wo willst du denn das ran machen? Wenn ich fragen darf. Ich will jetzt noch einen schnellen Gitterdach machen. Wegen des Vögels. Wegen des Vögels. Und wo hapert's? Außer bei Charlie? Wenn ich den nicht oben ganz abgeschlossen bin. Außen am Rand. Ich komme mal zu dir. Morgen wollen es regnen, stürmen oder schneien. Heute haben wir doch noch einen Sonnenschein. Ich wollte eigentlich ein Gitter machen, aber ich kriege das nicht fertig, glaube ich, diesmal. Verdammt.
Darf ich mal ein Gitter von dir nehmen? Geht das? Du, welches Gitter nimmst du, das Runde? Da. Ups. Ja, ich hab ja, naja, das geht auch. Meinst du so? Ja, wieso kannst du das immer? Hast du den vielleicht nach unten gehabt, das Gitter? Oh, scheiße. Ah, den falschen abgebaut hier, der war noch. Du musst halt nur achten, dass das Gitter im Würfel oben ist und dann seitlich an den Stein hier, an der Seite. Ja, aber das schaffe ich ja jetzt nicht mehr. Nee, einmal rüber, komplett, ne? Ja. Das wird, glaube ich, mit den Tausammler hier nicht passen. Ja, da kann man ja drum rum. Es geht mir ja nur darum, dass die Vögel nicht so kommen. Die Tausammler kann ich ja sonst auch noch woanders später hinstellen. Ist erstmal, dass die hier mir nicht so viel kaputt machen. Ja. Got you, Bro. Ich helfe dir da aus. Oh, ich hab. Hm. Sammler mache ich den später weg und dann woanders hin. So. Ich habe keine Rahmenform mehr. Mehr geht nicht. Hier, hier. Ja, oh, Junge, 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 Jasmin. Ja, Alter, ja, Baulöwe. Ich bin beeindruckt, oh, so viele Tausammler. Ja. Genau, du Affe, ey. Gitterstäbe? Ja. Ja, ich will das hier oben ein bisschen dichter haben. Da könnte ja jeder Baumarkt von dir eine Scheibe von abschneiden, du. Dein Lager ist ja voll gefüllt. Vor allem, du machst das so schnell, ey. Ah, geht so. Geht so. Oh, ich geh grad, kann gerade drunter durchhaben. Jetzt gut. Was ist das hier noch? Nee, da ist der Tausammler wieder im Weg. So. Kannst ja damit aufwerten noch. Ja, 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 ja. Ich habe ja nicht nur eben gerade Holz abgebaut, damit ich nächste Folge ein bisschen an meinem Bunker bauen kann. Willst du ein Nagelschussgerät haben? Geht das schneller? Ja. Wo bist du denn? Warte, warte, warte. Liegt da. Wiedersehen macht Freude und bitte heile und sauber, ja? Nö. Einmal sauber machen vorher. Nö. Ich krieg ja meine Bude auch nie sauber wieder, wenn ich sie aufgeräumt hab. Ja, lach nicht. Es entspricht der Wahrheit. Das ist aber nicht mein Verschulden. Ich bin immer draußen am Arbeiten. Wir haben einen Teppich, wo die Schuhe rauf können. Ja. Wo stehen deine Schuhe immer? Vor dem Teppich. Ich will nicht, dass er dreckig wird. Ja, richtig. Entweder vor oder neben dem Teppich. Ja, aber ich kann mich noch an die Aussage erinnern. Hier ist ja kein Teppich. Jetzt habe ich da einen hingelegt. Jetzt stellt man. Jasmin meint bitte? Jetzt so einen Läufer, wo man die Schuhe draufstellen kann. Ja. Und trotzdem werden die dreckigen, sandigen Latschen oder Schuhe auf den Boden gestellt. Ja, neben damit, oder vor dem Teppich. Geil. Ja, damit der nicht dreckig wird. Wie sieht denn das aus? Wir kriegen Besuch und der Läufer ist dreckig, ja? Ja, den kann man ja einmal schnell absaugen. Ja, aber den Boden doch auch. Das verteilt sich aber viel schneller. Ja. 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 Ich kann ja mal den ganzen Sand, den ich da sammel, in dein Bett kippen. Mach doch. Okay. Ab morgen. Ja, mach doch. Kipp einmal meine Matratze hoch. Nee. Ich kann hier nicht zumachen, ne? Ich weiß nicht warum. Wo? Hier. Will er nicht. Achso, wegen deinem Kürbis. Kann ich da nicht zumachen. Aber die anderen kannst du alles zumachen? Ja, der Kürbis wird doch auch nicht so hoch.
Ja, ist dir aber egal. Und über deine Heidelbeeren geht auch nicht. Ja, das. Dann kann ich die da auch nicht mehr einpflanzen. Scheiße. Ja. Muss ich mir mal was ausdenken. Du musst halt tiefer setzen, die Beete irgendwie, ne? Ja, wie denn du? Mach ein Loch im Boden. Ja, genau, guck aber, dass da drunter nicht irgendwelche Kisten sind. Hä, da bin ich in der Decke. Ja, und an der Decke sind doch auch Kisten. Das nein, ich meine wegen Loch. Ja. Ja, aber fällt das nicht durch? Nein. Aber dann musst du ja hier deinen Balkon auch dicht haben, ne? Jo. Ich guck mal. Stäbe-Ecke. Und 360 Grad Drehung. Ja, weil die haben letztes Mal ganz schön was kaputt gemacht, die Vögel. Hoffentlich hält das mit dem Holz erstmal ein bisschen, ey. Boah, ist ja der dritte Blutmond, ne? Weiß ich nicht. Der vierte Blutmond. Ah, die können ja hier auch noch durch, aber wenn die von oben erstmal nicht so... Den habe ich hier erstmal schon mal vorgesorgt. Den Rest gucke ich dann. Wie heißt denn das? Doppeltür. Oh, das ist ja doof. Dein Balkon hier ist nicht symmetrisch. Wie nicht symmetrisch? Du hast eine Seite zwei Felder und eine Seite ein Feld frei. Hä? Wie inwiefern von was? Wenn ich eine Doppeltür setze. Hä? Kann man daneben nicht noch Stäbe machen dann? Ja, ich meine jetzt so von der Optik. Wenn du noch eine da machst, mach doch noch eine daneben. Aber dann hast du links hast du trotzdem hier offen, ne? Also hier ist noch. Ja, das sag ich ja. Kann man da doch Stäbe noch machen oder nicht? Ja, ich meine nur, weil es doof aussieht, ne? Na und? Kann man ja immer noch anders machen. Geh mal ein Stück weg, bitte. Ich muss mich konzentrieren. Danke. Und hier Stäbe oder Tür? Auch so wie Doppeltür und dann Stäbe, das was. Na, da ist nichts über. Die ist dann billig. Ja, dann mach. Hä? Ich hab nur Müll weggeschmissen. Kann ich es jetzt weiter aufwerten? Ja. So, ja, gerne stehen. Dank stehen. Ja. Dann mache ich die Eisentüren dann raus später. Kannst du, glaube ich, auch mit Aufwerten machen, glaube ich, oder? Kannst du Holztüren nicht aufwerten auf Eisen? Nägel, ich brauche Nägel. Irgendwie, was steht da mit Nägel? Drück mal G. Danke. Sag doch einfach, gib mir. So, brauchst du noch was? Nee, ich hab die jetzt Fenster mache ich nächstes Mal dicht. Ich hätte jetzt noch ein Stündchen Zeit, dir zu helfen. Hast du schon leer gemacht? Aber wenn du sagst, du bist cool soweit, dann aber drüben kann ich jetzt auch nichts bauen gerade. Könnte mich halt nur vorbereiten. Vielleicht nochmal Benzin ein bisschen was einstecken. Das mit den Beeten finde ich auch irgendwie dumm, ey. Dass die so viele Hitboxen nach oben haben, ne? Ja. Muss ich mal gucken, was ich hier noch abbaue. Benzin. Gucken, wenn ich hier... Sollte reichen, oder? Den wegnehme. Was kommt denn da drunter? Gar nichts. Hä, wieso habe ich denn hier... So, nee, muss ich ja so... Ey, wieso habe ich denn hier Holzdinger gemacht? Und eine Schrotflinte habe ich mir eingesteckt, aber die ist schon heile. Pfeile, die habe ich diesmal gar nicht dabei. Hä? Ey, ich hoffe, ich muss nicht zu dir rüberflitzen, dann bin ich am Arsch. Was habe ich denn? Jetzt will ich mal was gucken. Wolltest du deine Rahmenform wieder haben? Ja, bitte. Achso, du bist oben. Du bist hier draußen. Was habe ich denn hier einmal rumgemacht?
Was denn? Das raff ich. Warum habe ich denn hier Holz gemacht? Du wolltest, glaube ich, doppelt hoch hier irgendwie. Oder mit Wasser hattest du was vor. Warte, ich gebe dir kurz was. So, kann ich ja schon mal rüber luschern? Ich habe echt keine Lust auf den Blutmond gerade. Oh yes. Oh yes. Aber, weißt du was? Den Blutmond werden wir doch erst nächste Folge haben. Da habe ich mich in der Zeit echt verschätzt. Ja. So. Fühle mich total sicher hier mit meiner billig Holzwand und einer Holztür im Nacken. Ich weiß nicht, ich werfe das nochmal auf Holz auf. Was? Meine eine Wand hier, die kann ich ja wieder abreißen. Das ist ja kein Hexenwerk. Nicht aus Versehen auf Steine werfen. Okay, ich habe hier voll unlogisch gebaut. Ich? Ich. Okay. Ja, was hast du dir dabei gedacht, Jasmin? Ja, das frage ich mich auch gerade. So, wir haben doch auch noch den Eimer, ne? Ich glaube, ich mache mir auch noch eine Wasserstelle hier drin, ne? Mein Eimer. Aber ich komme ich komme nicht bis zur Klingenfalle, nicht mal in die oberste Ecke, das ist doch kacke. Okay, jetzt weiß ich, warum ich da... Vielleicht nehme ich den hier nochmal weg und mache da mal so eine Luke hin. Dass ich die aufmachen kann, einmal kurz rausgehen, aufwerten und wieder... Aber ist halt mega gefährlich, ne? Mit einem Blutmond hier, wenn ich da runterfalle. Ich weiß nicht. Wieso sagt er mir... Ach, wegen dem Geländer jetzt aufwerten. Ja, ja. So, aber dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder zum Blutmond. Sonst wird die Folge leider zu lang. Sorry. Das war ja gestern länger. So, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Schaltet wieder ein. Mal sehen, ob wir es schaffen. Wird bestimmt spannend. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ciao. Tschüss.